Einen wunderschönen guten Morgen aus Düsseldorf. Ich bin hier auf dem Stand von Tournee und hier haben wir gleich unser erstes Highlight, den 4x4 Tournee, 6 Meter. Ich habe euch versprochen, dass wir den ja mal kurz anteasern bzw. zeigen. Das ist eine ganz neue Konzeption, ein Dongel. Allradantrieb mit gegen Aufpreis noch mit Differentialsperre zu haben. Ich kann euch das mal kurz hier zeigen. Hier unten sehen wir, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, hier ist die Antriebswelle verbaut. Also richtig tolle Sache. Er kommt auch circa von der Höhe her, sag ich jetzt mal 4-5 cm höher. Also schaut schon richtig Offroad-mäßig aus und macht richtig was her. So sieht er mal in der gesamten Perspektive aus. Ansonsten das Interieur hat sich nichts verändert. Gewohnt, solide Qualität. Hier sehen wir auch einmal, für was die Laschen oben sind, damit man die Matratzen auch hochstellen kann, damit man hier durchladen kann. Das ist ganz effektiv. Und ich bin natürlich im Einzelnen immer wieder begeistert von der Verarbeitung, von der Qualität von dem Fahrzeug. Also das ist einfach genial. Im Detail müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Da haben wir ja schon 2 Roomtouren, die ich übrigens an dem Video oben mit verlinke, gemacht. Aber ich wollte euch einfach auch mal den 4x4 hier live zeigen aus Düsseldorf. Das ist echt eine tolle Kiste. Also richtig schön. Dann haben wir hier die Black Edition stehen und hier steht auch unsere Frau Mika. Guten Morgen. Und hier haben wir eine Black Beauty, sage ich immer so schön. Also die Black Edition, auch den kriegen wir bald zu uns geliefert. Also richtig schickes Auto. Schauen wir auch mal rein. Hinten 6 Meter Querschläfer. Der Unterschied zum 640er haben wir hier, sehen wir schon, an der Dinette ist ein bisschen großzügiger, macht aber nicht allzu viel aus. Also den kennen wir ja, richtig schönes Outfit, richtiges schönes Ambiente da drin, zeitlos gebaut. Also ich finde den richtig klasse. Hier wieder mit den schönen 3 Schubläden drin. Hier sehen wir auch einmal die Einstiegshilfe ins Bett. Die kann man über Sonderpreis, Sonderzubehör dazu bestellen. Das ist so ein kleiner Tritt, den man auch als Stauraum nutzen kann und kann so eben auch auf die Erhöhung ins Bett steigen. Also richtig toll. Dann haben wir hier das Badezimmer. Also auch richtig geräumig. Tolle Dusche oder tolle Duschmöglichkeit. Hier im Toilettenbereich haben wir ja öfter schon umgebaut auf Trockentrenntoilette. Und auch ein Riesenthema, ich sage es immer wieder dazu, die Cinderella kriegen wir leider hier nicht verbaut, die Verbrennungstoilette, wegen der Nasszelle. Das funktioniert einfach nicht. Aber ansonsten echt ein richtig schickes Auto. Hier sehen wir mal eine Klimaanlage mit verbaut in der Serienausstattung. Auch das bietet Tournee natürlich an, damit wir die schon serienmäßig drin haben. Eine Dometic, also auch richtig geschickt. Hier haben wir auch Solaranlage verbaut. Also rundum ein gewohntes, schickes Fahrzeug. Dieselheizung natürlich hier von Webasto. Alles schick, also richtig toll. Das ist der 6 Meter. Black Edition sehen wir auch vorne. Richtig edel gemacht, gerade mit dem schönen Tournee-Emblem in Schwarz. Grill, schwarz, also er schaut schon echt mächtig geil aus. Finde ich richtig cool, das Auto. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir den kriegen. Und hier haben wir mal einen 6,40 Meter stehen. Also auch richtig schöne Farbe. Und hier sehen wir jetzt so ein bisschen den Unterschied. Vom 6,40 Meter, wir haben jetzt hier Kochfeld und Spüle integriert in einem. Wenn wir hier mal aufmachen,
Ist auch nicht schlecht, ist halt hier ein bisschen kürzer gehalten in der Küche, weil wir hier nur zwei Schüppchen haben, da fehlt einer weg. Klar, weil wir natürlich einen Längsschläfer haben hier hinten und somit haben wir natürlich das Problem, dass das hier ein bisschen auf den Platz geht. Was heißt Problem? Der Längsschläfer, der das möchte, der wird es einem danken und das Badezimmer fällt dadurch auch etwas schmäler aus, aber wirklich nicht schlimm. Dann haben wir hier ein Seitenfenster verbaut durch den Längsschläfer, ein kleines, und ein schönes geräumiges Bett, wo man natürlich in allen Richtungen sich es bequem machen kann, diagonal, quer, längs, wie man möchte. Man hat halt einfach schön viel Platz. Dann haben wir hier im Badezimmer, wie bei alle Badezimmer, ein 40-40 Hegi. Ich mittlerweile reg da schon oft an, das auszutauschen gegen ein Maxwell. Auch das ist möglich, weil dann spart man sich eventuell die Klimaanlage. Auch das ist ein gutes Feature. Und dann kommt hier gute Luftzirkulation rein. Also das macht auch richtig Sinn. Das bietet man jetzt auch immer öfter an und wird auch immer öfter verlangt. Und ansonsten vom Interieur her ist er natürlich auch gewohnt massiv gebaut. Also man sieht hier schon die Qualität. Ihr kennt alle Tournee, muss man nicht viel dazu sagen, ist einfach echt von der Qualität her einer der wenigen Fahrzeuge, wo ich sage, echt megamäßig gebaut. Also hat, kann man gar nicht viel dazu sagen, einfach, dass es qualitativ echt top ist. Da stimmen die ganzen Spaltmaße, da klappert nichts beim Fahren, ist halt einfach wirklich top. Immer wieder auch darauf aufmerksam machen, weil wir es hier mal sehen, da haben wir die Spiegellinien auf der Messe, wo man schön auf den isolierten Abwassertank gucken kann. Einer der wenigen Fahrzeuge, wo auch zu 100% winterfest sind, nicht nur wintertauglich. Also das Auto ist auch wirklich dafür geeignet, tief in die kalten Regionen zu fahren, komplett beheizt und abisoliert. Wo man überall rankam, die ganzen Leitungen isoliert, also das ist echt höchste Qualität, macht richtig Spaß. Und jetzt gehen wir nochmal rüber, da habe ich nämlich noch einen entdeckt, mal in einer ganz anderen Farbe. Hier haben wir nochmal einen 640er stehen, Black Edition, auch der schaut richtig gut aus. Halten wir auch kurz rein. Hier sehen wir die Längsbetten mal von hinten, also auch richtig schön mit dem Seitenbett, ganz klar. Und überall natürlich USB-Dosen, Leselampen, Lautsprecher, also richtig schick. Mir gefällt der richtig gut und ich bin so froh, dass wir die Marke bei uns am Hof stehen haben. Das macht richtig Spaß. Was ich auch wieder sagen muss, qualitativ, wir haben ja jetzt auch schon einige ausgeliefert. Reklamationsquoten liegen bei nahezu null. Also das ist auch richtig heftig geil. Hier sehen wir mal einen in Rot. Den finde ich richtig schick. Also echt top. Und mit der Felge im Zusammenhang finde ich den mega geil. Hat richtig was. Mal nicht so das typische Rot-Grau-Schwarz. Also auch richtig schön. Auch hier wieder den isolierten Abwassertank. Hier sehen wir auch im Ansatz noch die 4kW-Heizung. Also echt geiles Teil, halt nicht, Entschuldigung, das ist die Gastherme, sprich Warmwasser. Und hier auf der Seite haben wir die 4kW-Heizung von Webasto. Die ist hier eingebaut in so einem Edelstahlgestell. Alles schön durchisoliert. Also der macht es auch richtig her. Der gefällt mir richtig gut. Sollten wir uns vielleicht doch einen in Rot kaufen? In Rot, ich finde das Rot schaut echt toll aus. Ich finde das auch gedacht. Richtig geil. Doch, das Rot ist echt mega. Also der hat was. Also irgendwie mal nicht so typisch, ich habe gerade gesagt, nicht so typisch grau, beige, schwarz. Mhm. Aber ein anderes Rot wie die anderen. Also ja, also ist ein besonderes Rot, finde ich. Also nicht zu knallig, aber ja. Auch nicht zu gedeckt, dass man sagt, oh, das wirkt irgendwie, ich sag's mal, altbacken. Natürlich, so. Für die natürlich ein bisschen inkognito stehen wollen, ist es schon ein bisschen auffällig. Ja, schnell im Wald verstecken ist mit Rot nichts. Das ist mit Rot nichts, da müssen wir uns doch wieder an hier schwarz halten, da ist es besser.
Ja, das Schwarze ist halt schwarz. Also das ist schon geil. Ja, aber der Rote macht echt was her. Ja, das stimmt. Na, der ist schon richtig heftig cool. Ja, wie gesagt, die zwei Rundtouren, wo ich schon bei mir im Laden gemacht habe, die hänge ich euch natürlich ran. Da könnt ihr euch auch nochmal im Detail damit befassen. Ansonsten, wichtig war mir, dass ihr wisst, 4x4, dass es den gibt. Ein wunderschönes Fahrzeug mit Dangel und natürlich auch den 640er als Längsschläfer, sprich Quer-Diagonalschläfer, jeder wie er es mag. Klar, es muss für einen passen, aber ich bin total begeistert, eben von der qualitativen Seite her. Hier kann ich nur sagen, nahezu null Reklamationen, tolle Abwicklung, Tournee, pünktliche Lieferung, echt super und funktioniert alles richtig klasse. Ich bin mega begeistert von der Marke und wir haben die im Programm. Schaut's auch bei uns im Laden vorbei, jederzeit, überhaupt kein Problem. Hier sehen wir auch mal die ganzen Ausstattungsmerkmale. Also richtig klasse. Wir ziehen jetzt weiter auf den nächsten Stand und dann zeigen wir euch noch ein paar andere Specials. Ich nehme euch hier noch mal kurz mit rein. Also richtig klasse. Wünsche euch noch alles Gute, einen wunderschönen Wochenstart und wir sehen uns dann später wieder. Bis dann, bleibt gesund, alles Gute aus Düsseldorf. Ciao. Moment, meine Frau. Ciao, tschüss. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.